Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. In diesem Video möchte ich uns gerne 8 Tipps geben, wie man fit im Office bzw. Homeoffice sein kann. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wichtiger Tipp ist, öfter im Stehen arbeiten. Denn wusstet ihr, dass die Deutschen im Durchschnitt 7,5 Stunden pro Tag sitzen, Jugendliche sogar bis zu 9 Stunden? Und dabei ist das Sitzen eine der schlechtesten Körperhaltung überhaupt. Denn oft neigt man eben dazu, dadurch Rückenschmerzen zu bekommen, diese typischen Schultern-Nackenschmerzen, steife Muskeln. Und das sind eben nur die orthopädischen Folgen. Langfristig kann das sogar das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen, für Krebs und sogar Diabetes Typ 2. Deswegen auf jeden Fall öfter im Stehen arbeiten. Ein weiterer Tipp ist, fahrt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Man sagt ja immer, ungefähr 10.000 Schritte am Tag gehen oder 30 Minuten aktive Bewegung am Tag. Und wenn ihr eben dementsprechend mit dem Fahrrad zur Arbeit fahrt, dann habt ihr genau das Ziel nämlich schon erreicht und kommt so eben ein bisschen fit und wacher zur Arbeit. Der nächste Tipp ist viel trinken, denn Wasser ist vor allem ein Transportmittel für die Nährstoffe, um diese zum Gehirn zu liefern. Und dementsprechend können wir uns einfach viel, viel besser konzentrieren, wenn wir viel trinken. Als Richtwert gilt ungefähr 1 Liter pro 20 bis 25 Kilogramm Körpergewicht. Ein super banaler Tipp ist, stellt euren Mülleimer oder den Kopierer weg vom Schreibtisch. Denn so müsst ihr immer aufstehen, wenn ihr Sachen wegschmeißen müsst oder Sachen kopieren müsst und sammelt dementsprechend ein paar Schritte zwischendurch. Kommen wir zur Mittagspause bzw. dem Mittagessen. Meine Empfehlung ist, esst nicht so deftige Sachen bzw. Sachen, die auch sehr viel aus kurzkettigen Kohlenhydraten entstehen. Der Grund ist, dass euer Magen bzw. allgemeines Verdauungssystem dann sehr extrem mit der Verdauung beschäftigt ist und somit eben das Gehirn nicht so leistungsfähig ist. Und bei den Kohlenhydraten ist eben der Fall, dass der Blutzuckerspiegel sehr schnell ansteigt, aber auch dementsprechend sehr schnell wieder sinkt. Und so fällt man eben sehr gerne dieses tiefe Mittagsloch sozusagen. Deswegen achtet er darauf, viel Ballaststoffe zu essen, also eher komplexe Kohlenhydrate, proteinreich zu essen. Und dann seid ihr auf jeden Fall auch nach der Mittagspause weiterhin fit. Ein super wertvoller Tipp ist, geht in der Mittagspause spazieren. So schnappt ihr nicht nur frische Luft, sondern tankt auch einfach Energie für die zweite Hälfte des Arbeitsalltags. Ein weiterer, aber sehr simpler Tipp ist, wenn ihr eine Telefonkonferenz habt, haltet die im Stehen bzw. Gehen ab. Denn so sammelt ihr einerseits wieder so ein paar Schritte und seid immer in Bewegung. Meiner Meinung nach wohl der wichtigste Tipp überhaupt, macht Mobility zwischendurch. Wie gesagt, ist Sitzen die schlechteste Körperhaltung für den Körper. Und mit Mobility kann man dem eben so ein bisschen entgegenwirken. Und da reichen wirklich 2 bis 3 Übungen, um sich danach einfach so ein bisschen fitter und beweglicher zu fühlen. Ich hoffe, euch haben diese Tipps ein bisschen weitergeholfen, um euch dementsprechend im Büro bzw. Homeoffice ein bisschen fitter zu fühlen. Ein paar Mobility-Übungen findet ihr auch schon auf diesem Kanal, deswegen super gerne einfach mal ein bisschen durchscrollen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video.